Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Heute schon am 5. Dezember. Und heute machen wir mal eine kleine Special-Folge. Denn heute könnt ihr die 100 Euro, die ich ja jeden Tag hier als Adventskalender verlose, nicht nur über Instagram oder E-Mail oder Twitter gewinnen, sondern heute machen wir das mal über die YouTube-Kommentare. Wenn ihr also heute die 100 Euro, also dieses krasse 13.500 V-Bucks-Paket hier, wenn ihr das heute gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy als Creator eintragen. Snoxy, mein Kanal und ein kleines Ehrensende dran. Ich blende es euch hier immer noch mal ein, wie ihr das genau schreiben müsst. Einfach nur Snoxy hier eintragen und wenn ihr das gemacht habt, dann einfach nur schnell einen Hashtag Creator unten in die Kommentare schreiben und ja, jeder, der hier Snoxy eingetragen hat als Creator und dann noch einen Hashtag Creator in die Kommentare schreibt, kann dann heute die 100 Euro gewinnen und hat auch noch die Chance auf eine PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch zu Weihnachten, also so quasi als Weihnachtsgeschenk, eine Konsole deiner Wahl, kannst du dir dann aussuchen, was du da haben willst. Also ja, nehmt jetzt unbedingt teil, einfach nur kurz in den Shop gehen, das eintragen, ist komplett kostenlos, dauert wirklich nur wenige Sekunden und ja, deswegen viel Glück an euch und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mit dem heutigen Shop. Da haben wir einen, etwas merkwürdigen Skin drin, nämlich den Sumpfmann. Ich zeige ihn euch gleich, wenn man ihn gleich sieht. Ein Skin, der ja sehr umstritten war. Viele haben sich erst auf ihn gefreut, dann eher doch weniger. Der kam dann ziemlich schlecht an. Außerdem haben wir noch einen relativ seltenen Emote drin, nämlich den Baltrix-Emote, werde ich gleich nochmal zeigen. Ich glaube, über 135 Tage war der jetzt nicht im Shop drin, also schon echt eine Weile nicht mehr da gewesen. Viele hatten auch letztens im Stream mich gefragt, ob ich schon weiß, wann der mir wieder in den Shop kommt. Deswegen relativ lustig. Er ist heute wieder da, also an diejenigen, die jetzt mich das im Stream gefragt hatten. Er ist heute wieder drin und ich würde sagen, wir fangen wie immer ganz links auf der Seite an mit dem Omen-Skin für 2000 V-Bucks. Ein ziemlich cooler Skin, gefällt mir sehr gut. Auch dieser Backpack auf dem Rücken, dieser Mantel. Inzwischen gibt es leider ziemlich viele diese Umhänge. Mantel, habe ich gerade Mantel gesagt? Ich meine der Umhang. Inzwischen gibt es halt relativ viele von den Umhängen. Ich finde, das ist aber noch ein ganz cooler. 2000 V-Bucks, also auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir dazu noch die Orakelhacke für 1200 V-Bucks. Die hat so ein Orb drin, so eine Kugel, die so leuchtet. Schaut nicht ganz nice aus. Dazu diesen Sound. Ja, ich finde die Hacke ist okay. Ich finde den Preis ein bisschen hoch. Ich finde 800 V-Bucks wären da vielleicht angemessener gewesen. 1200 V-Bucks ist schon ein ordentlicher Preis dafür. Die Hacke ist aber auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir, wie gesagt, im nächsten Slot das Sumpfmonster drin. Ich warte mal ganz kurz auf das Sumpfmonster. Zack. Der Sumpfmann für 2000 V-Bucks. Man sieht schon, das ist quasi da drunter ist der Ben. Das ist eine Art Kostüm. Auf dem Rücken hat er noch so zwei Sauerstoffflaschen. Ich weiß nicht. Ich finde den Skin irgendwie nicht so geil. Ich hasse die Farbe quasi. Ich finde dieses Grün. Es ist nicht mal ein schönes Grün. Es ist so ein ekliges Grün. Ja, gefällt mir persönlich eher nicht so. Fast jeder, der sich den Skin gekauft hat, hat ihn entweder zurückgegeben oder danach irgendwie nie wieder gespielt. Ich sehe ihn auch so gut wie nie in-game. Also es ist schon Ewigkeiten her, dass ich den Skin mal in-game gesehen habe. Meiner Meinung nach auch irgendwie zu Recht. Ich habe ihn halt mir damals gekauft, um ihn euch zu zeigen. Sonst hätte ich ihn mir wahrscheinlich auch nicht geholt. Würde ich also wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Es sei denn, ihr wollt einen Skin spielen, den halt sonst niemand spielt, einfach weil er so hässlich ist. Dann, kann man hier auf jeden Fall zugreifen. Passend dazu haben wir auf jeden Fall noch die Director's Cut-Hacke. Die Kamera quasi für 800 V-Bucks auf so einem Stativ. Finde ich eine ganz lustige Idee. Ist halt mal was anderes. Ich finde so Hacken, die eigentlich gar keine Hacken sind, so eigentlich mal ganz nice, so als Idee. Es ist halt mal was komplett anderes. Es ist nicht nur irgendeine Hacke, die mal ein bisschen anders designt ist, irgendeine andere Form halt von Spitzhacke, sondern es ist halt wirklich mal komplett gar keine Spitzhacke, einfach eine Kamera auf einem Stativ drauf, mit der man so sich durch die Gegend schlägt. Deswegen finde ich ganz lustig und 800 V-Bucks finde ich auch in Ordnung. Hier nochmal der Sound. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir erstmal den Fragplünderer drin für 1500 V-Bucks. Den würde ich wahrscheinlich nur wegen der Flasche hinten, diesem Backpack hier, empfehlen. Die finde ich ganz nice. Spiele ich gerne mit der Schnorchelobstfrau zusammen. Die Flasche ist also ziemlich cool. Der Skin spiele ich eigentlich gar nicht. Würde ich eher nicht empfehlen. Also nur, wenn euch die Flasche gefällt, dann würde ich ihn holen. Dann haben wir noch die Geist-Spitzhacke drin für 800 V-Bucks. Das meinte ich eben mit wieder nur einer anderen Art von Spitzhacke. Das ist halt ja im Endeffekt auch wieder nur eine Hacke. Natürlich cool designt, in dem Fall kann ich sie empfehlen. Ich finde dieses matte Schwarz ziemlich cool, spiele ich sehr, sehr gerne und der Preis ist auch absolut in Ordnung dafür. Der Sound ist ja auch in Ordnung. Noch eine der besseren Hacken von diesen, normaleren Hacken. Dann haben wir im nächsten Slot den Baltrix-Emote, ein relativ seltener Emote bisher. Wie gesagt, vor ein paar Tagen wurde ich erst im Stream gefragt, wann denn der Baltrix-Emote mal wieder in den Shop kommt. Und deswegen ist er wieder drin, ich spiele ihn direkt mal ab.
Ja, zuletzt war der, glaube ich, zur WM drin. Also jetzt schon echt eine Weile her, über ein Dritteljahr jetzt schon. Und das ist echt eine Weile. Ich glaube, 135 Tage, also 4 Monate locker sind schon um, und dass der zuletzt im Shop war. Ja, deswegen cooler Emote. Ich mag die Musik davon. Und ja, alle Leute, die vielleicht ein bisschen Fußball begeistert sind, da lohnt sich der auf jeden Fall. Dann haben wir noch die Raufbeutel drin für 1200 V-Bucks. Ein relativ schlichter Skin. Ich finde die Farben eigentlich ganz nice. Ich bin ja ein Fan von Blau, wie man an meinem Avatar und so immer unschwer erkennen kann. Ja, ich finde es okay. Der Skin ist jetzt nicht so besonders heftig, aber es ist mal ein Skin, der etwas heraussticht, weil er doch schon etwas anders ausschaut als die meisten anderen Skins. Dann haben wir noch den Süßkammgleiter für 800 V-Bucks. Fand ich persönlich ein bisschen teuer. Ich glaube, 500 V-Bucks hätten da auch gereicht dafür, dass er keine besondere Animation hat und im Endeffekt auch nur dieses normale Standardmodell ist. Deswegen, ja, besonders würde ich den jetzt eher nicht empfehlen. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Knacksi-Mode für 200 V-Bucks. Ganz simpel, man zeigt auf jemanden, bricht einen unsichtbaren Stock durch und ja, das war's schon. Ich spiele ihn gerne auch nochmal kurz ab. Aber es ist jetzt halt echt nichts Besonderes. 200 V-Bucks finde ich da auch schon das wirklich Maximum, was ich dafür ausgeben würde. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und ich löse natürlich noch schnell das Giveaway von gestern auf, denn aktuell verlose ich ja jeden Tag 100 Euro an V-Bucks und der Gewinner von gestern kommt von Twitter. Das erste Mal, dass wir jetzt hier einen Twitter-Gewinner haben. Der Gewinner des gestrigen Giveaways ist der liebe Evoltix YouTube und also quasi Evoltix -YouTube ist sein Twitter-Name. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich habe dir auch schon eine Nachricht auf Twitter geschickt mit deinem Gewinnercode, deswegen schau dort gerne mal rein. Und jo, falls ihr heute auch wieder die 100 Euro gewinnen wollt, wie gesagt, einfach nur, machen wir das heute über die YouTube-Kommentare, einfach nur hier Snoxy als Creator eintragen, kurz hier hingehen und Snoxy hier eintragen in dieses Feld und auf Annehmen klicken und dann einfach einen Hashtag Creator unten in die Kommentare schreiben und ja, schon könnt ihr heute wieder die 100 Euro an V-Bucks gewinnen plus die Chance auf eine Konsole eurer Wahl. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Ich werde auch nachher noch an einem weiteren Video arbeiten. Heißt also, wir sehen uns vielleicht schon nachher zum nächsten Video und ansonsten packe ich euch jetzt auf die Endcard das Video von gestern. Das war auch eine ziemlich coole Runde. Da habe ich euch einen coolen Trick gezeigt, was man mit einer Reihenfolge, mit einer bestimmten Reihenfolge von Emotes machen kann, dass man ja den so ein bisschen manipulieren kann, den Ausgang beeinflussen kann von einem neuen Emote. Also, ja, wenn ihr das sehen wollt, einfach mal hier draufklicken und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Tschüss!